also eingeschaltet in unserer heutigen Gruselgeschichte. Geht es um eine Schulfeier mit einem ganz besonderen Püppchen. Genau 3 Wochen vor diesem Tag kaufte meine Schwester eine Puppe. Es war eine hässliche Wollpuppe mit schwarzem Haar. Und obwohl die Puppe sehr klein war und ich 16 bin, machte sie mir tierisch Angst. Ich könnte schwören, dass jede Nacht meine Tür aufgeht und was mir am meisten Gänsehaut bereitet, die Puppe liegt jeden Morgen neben mir auf meinem Bett. Heute übernachte ich mit meiner Klasse zur Abschlussfeier in meiner Schule. Endlich ein Morgen ohne diese Puppe. Naja, hier beginnt meine Geschichte. Ich bin gerade von meiner Mutter zur Schule gefahren worden und nun sitzen wir hier. Um 8 Uhr abends. Wir sitzen in unseren Schlafsäcken und reden über lustige Schulzeiten, während wir Chips essen und Limonade trinken. Nach einigen Stunden, es muss so um Mitternacht gewesen sein, alle erzählten gerade Gruselgeschichten, spürte ich das Verlangen, meine Blase zu... Ach Quatsch, ich muss pissen! Ich lief zur Toilette und tat, was getan werden musste. Doch während ich, auf Toilette war, hatte ich das seltsame Gefühl, beobachtet zu werden. Ich drehte mich um, sah an eine Wand gelehnt die grauenhafte Puppe. Mir lief es kalt den Rücken herunter und ich rieb mir die Augen. Als ich wieder hinsah, war sie weg. Ich sah zu Boden. Sie lag jetzt genau vor mir. Ich bekam Angst und rannte aus dem WC hinaus in mein Klassenzimmer. Doch was ich sah, war ein leerer Raum. Keine Schlafsäcke, keine Menschen, kein Geruch von Pizza. Einfach gar nichts, als wäre niemand hier gewesen. Ich holte mein Handy aus meiner Tasche und sah eine neue Nachricht. Ich las mir die Nachricht sorgfältig durch. Dort stand: Schaue nach rechts. Zitternd drehte ich meinen Kopf langsam nach rechts und sah die Puppe auf meiner Schulter sitzen. Ich schrie und schlug sie weg. Rennen beschreibt nicht das, was ich tat. Ich sprintete zur Schultür. Abgeschlossen. Weinend drehte ich mich um. Und die Puppe saß mir gegenüber an der Wand. »Was willst du?« schrie ich und rannte wieder auf die Toilette, wo ich mich in einer Kabine einschloss. Als ich neuen Mut gefasst hatte, sah ich nach oben. Die Puppe schaute auf mich hinab. Ich schrie und riss die Tür auf. An der mir gegenüberliegenden Wand stand in blutroten Buchstaben etwas geschrieben. Ich will nur kuscheln. Ich rannte wieder in mein Klassenzimmer und schloss mich dort ein. Doch wieder hatte ich dieses seltsame Gefühl, beobachtet zu werden. Langsam drehte ich mich um und sah an jedem Tisch ein paar dieser grässlichen Puppen sitzen, mich mit ihren blutroten Augen anstarrend. Als ich aufwachte, lag ich im Krankenhaus. Die Ärzte sagten mir, ich hätte 2 Jahre im Koma gelegen. Doch alles, woran ich zur Zeit denken konnte, war die Puppe meiner Schwester, die neben mir im Krankenhausbett lag. Das war doch wieder eine schöne, schaurige Gruselgeschichte. Abonniert meinen Kanal, liked das Video und teilt das Video.
Bis zum nächsten Mal.